sie nicht? Ich wünschte, hier gäbe es eine Eintopfküche. Wo ist es? Wo hat er es hingetan? Es ist nicht hier. Nein. Was soll das werden? Garrett! Das Buch, das ihr mir beschafft habt. Es ist weg! Wo ist Basso? Der Diebesfänger-General hat ihn verschleppt. Zusammen mit einigen Götzen. Er hat's genommen. War eigentlich klar, dass der Baron das tut. Ihr meint, mein Freund wurde geschlagen und verschleppt. Nur wegen dieses Buchs. Was ist so wichtig daran? Es enthält Geheimnisse, die verloren schienen. Ich vermute darin den Schlüssel, um die Stadt und uns alle vor der Schwermut zu retten. Doch der Baron will es nicht für das Gute verwenden. Und jetzt hat er es. Besser wusste, wie wichtig das Buch ist. Zu eurem Glück ist es noch hier. Basso ist nicht doch. Das Buch. Ist sicher interessant. Wo ist Basso? Im Bergfried, aber der ist gut bewacht. Ihr könnt nicht einfach reingehen. Gut. Ich mag Türen sowieso nicht. Es ist unmöglich. Moment. Da fällt mir etwas ein. Na los. Jacob. Loyal. Der Sache ergeben. Er wollte den Baron im Herzen treffen und hat sich daher mit dem Darkfried beschäftigt. Er kennt deinen Zugang. Wie finde ich diesen Jacob? Der Baron hat ihn in Greystone festgekettet. Als Botschaft für all seine Feinde. Gefoltert. Aber am Leben. Erstmal ist mein Hehler dran. Dann euer Götze. Wir sind uns ähnlich, ihr und ich. Garrett. Ihr bringt Veränderung. Eines Tages wird das Volk euch danken. Ihr denkt zu oft an das Volk, Orion. Mal sehen, ob Orions Mann, Jacob, etwas weiß. Ich finde ihn auf dem Greystone-Platz. Man kann den Fluss bis hierher reichen. Ich habe etwas für all eure ruchlosen Bedürfnisse.
Passt auf euch auf da draußen. Die Straßen sind nicht mehr sicher. Wollen wir dann rüber ins Berg? Gleich ab.
Die Hunde des Barons! Ich höre Stimmen in der Dunkelheit. Den Ruf der Krähen. Was sagen sie? Was sie sagen? Sie verkünden Orions Botschaft. Sie singen von einem glorreichen Feuer. Die Wache wird brennen. Sie sind ja verrückt. Die Stadt wird schwarz. Und die Maschinen des Barons werden zerstört. Und wenn der Rauch sich verzieht, bricht die Dämmerung an. Wir können trotz des Gestanks frei atmen. Nahrung und Wasser für alle. Und Vertrauen in eine bessere Zukunft. Doch zuvor müssen wir uns als würdig erweisen. Haltet zusammen, tötet die Schwarzkittel, spuckt auf ihre Gesetze. Und dann zeigen wir dem Eisentyrannen die Stärke der Götzen. Ich muss mehr schlafen. Was ist aus den Eintopfküchen geworden? Was für eine kalte Nacht. In der Stadt gibt es einige dieser Obelisken. Schon wieder Trockenfleisch. Ich hasse Trockenfleisch. Auf zu Jacob. Ziemlich viele panische Leute am Greystone Platz. Von Jacob bekomme ich nichts mehr. Seht nicht einfach. Aber gleich zu. Bin ich am Haus von Eastwick. Architekten des Barons. Wenn jemand eine Hintertür in den Bergfrieden kennt, dann sein Erbauer. Sei doch vernünftig, Frau. Wir müssen ohne unsere... In deinen Augen will ich unsere Ehre nicht mit deiner Liebe. In meinen Schuhen. Liebe, Technik, bitte. Wenn wir sicher sind, erneuern wir uns. Thank you.
hoffe für Basso, der Bergfried ist so robust, wie alle sagen. Eastwicks Stadthaus. Raffinesse war nie seine Stärke. Wie es aussieht, mache heute nicht nur ich einen Hausbesuch. Alles klar, Jungs. Vergesst nicht, Eastwick hat das hier selbst gebaut. Geheimgänge, Maschinen in den Wänden, jede Menge Tricks. Er hat sich in seinem Studierzimmer eingeschlossen. Aber passt auf, ich will nicht, dass er entkommt. Sir, ist Eastwick nicht der Architekt des Barons? Ja. Und er darf das Gelände nicht ohne Eskorte verlassen. Ich hoffe für ihn, dass die Festung nicht brennt, weil er geplaudert hat. Ich brauche was zu trinken. Dieser Stadt ist nicht nur das Trockenfleisch trocken. Mein Nacken schmerzt. Was ist mit dem Brunnen? Will unser Mann etwa wegschwimmen? Eastwick hat sich in seinem Studierzimmer verschanzt? Das ist absurd, Tilly. Die Männer des Barons haben Theodore abgeführt wie einen gemeinen Dieb. Das ist sicher ein Missverständnis. Oh, sie haben ihre Befehle. Das haben sie gesagt. Befehle. Aber er kommt trotzdem nicht aus seinem Studierzimmer. Er ist schon recht lange da oben. 3 Nächte? 4? Selbst jetzt, wo wir diese Stadt verlassen, gehört sein Herz seiner Arbeit. Seine Frau ist nebensächlich. Wieso sprecht ihr nicht mit dem Meister? Theodore hört mir schon lange nicht mehr zu. Außerdem tue ich nichts, um diesen Rüpeln zu helfen. Früher hätte ich alles gegeben, um hinter diese Tür zu sehen. Irgendwann gab ich es auf.
Ein flüchtiger Kuss am Morgen. Der Opiumgeruch an seinem Rock. Heirate niemals einen Künstler, Tilly. Ja, my lady. Was hast du nur für Dummheiten gemacht, Liebster? My lady? Theodore, ist es wichtig. Hey! Oh. Hilfe! Jemand schleicht durch die Schatten! Rocks Zen. Theodore Eastwick, Diener des Löwen. Auf Befehl des Barons Elias Northcrest habt ihr euch seinen Wachen zu stellen. Es hat keinen Sinn, hier draußen zu warten. In das Studierzimmer. Meister Eastwick, es wäre einfacher, wenn ihr euch freiwillig stellt. Meister Eastwick, öffnet die Tür! Legt der Kerl da drin Patiencen, oder was? Das ist zwecklos. Ohne Schildmann, der die Tür einschlägt, stehen wir hier morgen noch. Was ist nur aus dieser Stadt geworden? Ist also irgendwo ein geheimer Eingang? Jedenfalls habe ich den Meister schon oft hier reingehen sehen. Und als ich nach ihm sah, war der Raum leer. Habt ihr ihm denn nie nachspioniert? Natürlich nicht. Das steht mir nicht zu. Kommt schon, Mutter Mulberry. Ihr redet, als wärt ihr eine Adlige. Wenn ihr dann fertig seid, ich muss weiterpacken. Schon gut, macht nur. Ich sehe mir den Raum mal an. Geheimer Eingang? Der kommt wie gerufen. Hä? Wer war das? Seh dich mal um. Wer ist da? Seid ihr das, Eastwick? Ich muss mich geirrt haben. Oh, was für eine Erleichterung.
Was ist hier los? Seh dich mal um. Eastwick hat sich in seinem Studierzimmer verschanzt? Von wegen teure Gewohnheit. Ich werde ihm sagen, was teuer ist. Das Leben! Das ist absurd, Tilly. Die Männer des Barons haben Theodore abgeführt wie einen gemeinen Dieb. Das ist sicher ein Missverständnis. Hey. Wer hat das gemacht? Hey. Zu holen. Ja, weil wir nett zu ihm sein müssen. Befehl des Hauptmanns. Einer meiner Zähne wackelt. Ist also irgendwo ein geheimer Eingang? Jedenfalls habe ich den Meister schon oft hier reingehen sehen. Und als ich nach ihm sah, war der Raum leer. Habt ihr ihm denn nie nachspioniert? Natürlich nicht. Das steht mir nicht zu. Kommt schon, Mutter Mulberry. Ihr redet, als wärt ihr eine Adlige. Wenn ihr dann fertig seid, ich muss weiterpacken. Schon gut, schon gut. Hä? Wer war das? Geh schon, sieh dich um. Das Feuer ist einfach... Wie ist das passiert? Ist doch egal, mach es einfach wieder an. Wer ist da? Seid ihr das, Eastwick? Ich muss mich geirrt haben. Wir sind viel zu schreckhaft. Wenn er es noch einmal versucht, bin ich bereit.
Was die wohl in den Eintopf werfen. Wir werden angegriffen! Wachen! Bitte! Hungrig. Ich hatte ein schönes Leben. Was soll... Meister Eastwick macht es richtig. Ich soll... Der Mann hat viel zu verdanken. Wäre die Lage anders, würde ich das... seine einstürzenden Werke genossen? Tja, ich muss ihn leider dabei stören. Ich brauche diese Pläne. Das erklärt seine mangelnde Kooperation. Erst Cornelius, jetzt Eastwick. Mit dem Baron Geschäfte zu machen, ist wohl schlecht für die Gesundheit. Gebaumelt hätte er so oder so.
Theodore Eastwick, Diener des Löwen. Auf Befehl des Barons Elias Northcrest habt ihr euch seinen Wachen zu stellen. Wenn ihr euch freiwillig stellt. Du warst wohl selbst der größte Bewunderer deiner Werke. Hast du es gehört? Wir wissen, ihr seid da drin, Eastwick! Warte hier. Ich glaube, der Schildmann kommt. Der Bergfried. Das ist das Modell, das mich interessiert. Ich muss wohl damit spielen. Das Modell aufstellen wie das Gebäude. Bevor das Gebäude einstürzt. Meister Eastwick! Öffnet die Tür! Legt der Kerl da drin Patiencen oder was? Das ist zwecklos. Ohne Schildmann, der die Tür einschlägt, stehen wir hier morgen noch. Eastwick, Diener des Löwen, auf Befehl des Barons Elias Northcrest, habt ihr euch seinen Wachen zu stellen? Meister Eastwick, es wäre einfacher, wenn ihr euch freiwillig stellt. Meister Eastwick, öffnet die Tür! Legt der Kerl da drin Patiencen oder was?
Das ist zwecklos. Ohne Schildmann, der die Tür einschlägt, stehen wir hier morgen noch. Eastwick, Diener des Löwen, auf Befehl des Barons Elias Northcrest, habt ihr euch seinen Wachen zu stellen? Meister Eastwick, es wäre einfacher, wenn ihr euch freiwillig stellt. Meister Eastwick, öffnet die Tür! Legt der Kerl da drin Patiencen oder was? Keine Bewegung, denkt nicht! Der Architekt ermordet! Auf frischer Tat ertappt! Tötet ihn! Mal sehen. Diese Öffnung am Fundament, ist das ein Entlüftungsschacht? Dort einzubrechen wäre Selbstmord. Und schon ist das Überraschungsmoment auf meiner Seite. Und was ist das? Der Tresor des Barons. Er soll so groß wie ein Haus und voller Gold sein.